Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativkichte.de. Ich wurde gefragt, wie man denn die Parameter der Wochenschaldo in der Eaton Easy Software anzeigt oder verändert oder wie man das auf dem Display darstellt. Muss man gar nicht machen, denn Eaton hat sich gedacht, wir machen das direkt ins Display rein, weil man das ja eh immer oder ziemlich oft braucht. Wenn ihr auf OK drückt und dann auf Parameter geht, dann habt ihr jetzt hier eure ganzen Wochenschaltuhren aufgelistet. Ich habe jetzt hier logischerweise nur eine mal drin. Wenn ich die jetzt auswähle, dann kann ich eben sagen, ich kann hier diese vier Zeiten hier auswählen mit A, B, C. Das schauen wir uns gleich an. Wenn ich OK bestätige, dann kann ich jetzt hier eben meinen Tag einstellen, für wann bis wann das Ganze gelten soll. Mit OK bestätigen. Und dann kann ich die nächsten Parameter eben verändern. Was ich nicht ändern kann, ist der Ausgangskontakt. Ist ja klar, der ist fest programmiert. Das heißt, in der Software gibt es das nicht. Es gibt aber ein paar andere Sachen, die ich finde, die wichtig sind in der Software. Es gibt nämlich hier unten Parameteranzeige. Parameteranzeige Aufruf möglich. Wenn ihr hier sagt, gesperrt, dann ist dieses Menü mit der Einstellung eben nicht verfügbar. Dann könnt ihr hier nichts ändern. Ein weiterer wichtiges Häkchen ist das hier noch. Wenn ich die Bausteinfreigabe mache, dann ist dieser EN hier wichtig. Wenn ich das hier drin habe, dann kann ich zum Beispiel sagen, das ist gesperrt, sobald irgendeine Aktion oder irgendein Relais geschlossen ist oder irgendwas passiert ist. Ansonsten müsst ihr nur eure Zeiten einstellen, wie gesagt A, B, C, D. Wer auch immer auf die Idee gekommen ist, dass mir diese Schaltzeiten hat und nicht 7 Wochentage, die man anklicken kann. Aber so ist es nun mal. Hier ein Kompliment an Eaton, muss ich mal sagen. Die Idee finde ich nicht schlecht, dass die Parameteränderung für die Zeitschaltuhr fest integriert ist, dass man die eben nicht extra einstellen muss. So, wie gesagt, keine Verzweiflung. Das ist alles da. Man muss es nicht extra im Programm hinterlegen.